eure Dagi mit meinem Freund, dem Löwen. Der seine Hand kaputt hat. Ich habe gerade gewunken und dann hat das wehgetan. Auf jeden Fall machen wir jetzt einen Primark-Call, weil wir letztens in Düsseldorf im Primark waren und haben schön für euch geshoppt. Übrigens, nächste Woche Dienstag kommt wieder ein I Style My Boyfriend und ein I Style My Girlfriend von uns. Auf unseren beiden Kanälen. Genau, wir haben wieder Sachen gekauft für den anderen jeweils und dann... Er muss es dann anziehen, ihr wisst, ihr kennt das Format ja. Ja, dann fang du mal an, weil ich glaube, ich aufgehört habe. Ja. Video. Ja. Okay, ich fange an. Ich zeige euch jetzt einen Teil, das ich mir gekauft habe. Super. So, als allererstes zeige ich euch hier mal meinen neuen Pullover. Ja, das ist der hier. Da ist eine Frau drauf. Guckt euch einfach erstmal an, wie ich den gerade anhabe. Und ja, ich fand halt das Blau ziemlich cool. Mhm. Und irgendwie das ist auch noch so Totenkopf-mäßig und so. Der Kontrast zwischen hübscher Frau und Totenkopf hat mich mitgenommen. Und Dreieck. Dreieck, hallo, Dreieck nicht vergessen natürlich. Und ja, fand ich cool. Ich mag sowieso Grau und den kann man halt auch abends im Sommer anziehen, weil er nicht sehr dick ist. Er ist einfach nur ein Pullover, den man... Ein Hauch von nichts. Ein Hauch von nichts Pullover. Ich bin aber ein bisschen eifersüchtig, wenn du so Klamotten so trägst. So ein Mädel oder was? Ja. Ja, aber das ist doch ein Totenkopf neben. Das bin ich und ein anderes Mädel. So, mein erstes Teil ist auch ein Hauch von nichts. Wieder ein durchsichtiges Top. Wie gesagt, schon in Timos Video, also am besten zieht man da einen Bondeau-Top drüber, drunter. Und, oder ein Bikini. Was ist denn los? Bist du nervös? Ja, ich oder? Bin so nervös, oh mein Gott. Nein, nochmal. Nee, das ist 90er, also haben wir letztens drüber geredet und das kommt jetzt wieder back und ich find's cool, wenn man was drunter trägt, zum Beispiel einen Sport-BH. Oh, boah, an wen erinnert mich jetzt, wie heißt nochmal dieser Film, wo so, wie heißt der Film? Weiß ich nicht. Mit Nicole Kidman. Weiß ich wo nicht. Wo das Mädchen da so spielt, na, 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 na. Und dann ist das so, macht die das so weg und dann ist das so eine alte Frau da drunter. Nee, ich hasse Horrorfilme, ich kenne die. Der ist bombenmilfig. Auf jeden Fall ist das auch sehr gut für den Strand, ist sehr luftig leicht. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie der Film heißt, den ich meine. Der Film mit Nicole Kidman, ihren Töchtern. Das Ende will ich jetzt nicht erzählen, weil das Ende, man muss den ganzen Film gucken und wenn man das Ende weiß, ist es scheiße, dann will man den Film nicht mehr gucken. Hat zwei Kinder und da passieren so komische Sachen im Haus, in einer Villa. Mein zweites Teil ist der liebe Mohammed Ali auf einem T-Shirt drauf. Schaut euch an, wie ich es anhabe. Ich bin hier ein Boxer. Ich habe mir es gekauft, weil ich starte jetzt auch meine Boxkarriere. Das weiß ja jetzt natürlich jeder, so ein Quatsch. Deswegen habe ich auch die Hand kaputt, weil ich einen so in die Fresse frontal gehauen habe, dass wir dabei der innere Knochen... Boah, ich soll von über die Klamotten reden und nicht über meine Hand, halt. Super Teil, finde ich cool. Man muss es dem Typen auch mal, den muss man mal tragen, weil der verleiht einem diese gewisse Stärke. Ich finde es nicht so cool. Warum? Nee, das gefällt mir irgendwie nicht so. Du bist ein ganz komisches Mädchen. Mein nächstes Teil ist... Warte, das ist doch eine total Tischdecke. Süß. Das ist eine Tischdecke. Das ist eine bayerische Tischdecke. Mann. Das hat mich irgendwie an Baby Born erinnert. Baby Born. Ne? Ja, ist aber süß. Obwohl, das sieht so tischdeckenmäßig aus. Oh, wenn man das anhat, dann sieht das süß aus. Das will ich sehen. Das hat 11 Euro gekostet und das könnt ihr jetzt auch sehen, wie es aussieht. Also ich finde es nicht schlimm. Ja, Tischdecke, bayerische Tischdecke eben. Oktoberfest. Spaß. Kommen wir zu meinem dritten Teil. Das ist ein ganz normales Longsleeve. Nennt man die Longsleeves? Ja. Longsleeve, das was ich auch gerade in Schwarz anhab, in Weiß. Warum habe ich es mir geholt? Weil ich Weiß mag und das kann man einfach zu allem tragen. Und es ist ein Longsleeve und es ist so schön und es ist für den Sommer so erfrischend. Und was soll ich darüber sagen? Was soll man über einen weißen Longsleeve erzählen? Wie viel es gekostet hat vielleicht. Ich glaube 5 Euro, 6 Euro. Ist auf jeden Fall, oh schön, was ist das für ein... Das ist... Striche. Gerippt. Ist auf jeden Fall, mach auf jeden Fall. Gerippt. Hab dich voll gerippt, Alter. Das ist gerippt. Aua, aua. Timo! Ich wollte doch nur Longboard fahren. Oh, armes Mädchen. Ey! So, das wird dir aber jetzt gefallen. So, das ist ein Kleid. Eine Tischdecke! Nein, das ist keine Tischdecke. Mann. Ja, irgendwie sieht alles aus wie ein Tischdecke. Nein, ein schönes Kleid, ja. Nee, das ist ein süßes Sommerkleid. Das ist kurz. Oh. Es ist hier so, ja, Bondo halt, also so, Bondo? Nicht Bondo. Oh, wie heißt das denn? Bondage. Tube Top heißt das. Tube Top, ach so. Okay. Also das ist ein Tube Top. Straff oben, ne? Genau, da muss man doch kein BH. Aber ganz ehrlich, das sieht auch wieder bayerisch aus. Guckt euch das mal an. Sieht aus wie ein nee, Dirndl. Das sieht eher orientalisch aus. Oder orientalisch, auf jeden Fall ein bisschen wie ein Dirndl. Auf jeden Fall hat es auch nur 7 Euro gekostet. Und es ist schön.
Warum hast du mein Kleid gekürzt? Damit das dir Spaß macht, das anzuziehen. Oh, süß. Okay, dann kommen wir zu meinem vierten Teil. Und das ist diesmal wieder mal natürlich. Wie kann es anders sein? Was ist das denn? Das ist... Das ist von H&M. Ups, das ist mein anderes Teil. Oh, ich habe nur noch einen Teil. Oh. Und das ist das hier. New York City, bitch. Das ist die Freiheitsstatue mit der US-amerikanischen Flagge. US-amerikanischen Flagge. Und die Stadt ist dahinter. Man kann auch, glaube ich, das World Trade Center sehen. Das neue World Trade Center, ne? Weiß ich nicht. Ist das eigentlich schon gebaut, das neue World Trade Center? Boah, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder ein bisschen wasty, wieder ein bisschen verwaschen, ausgebleicht, weg damit. Aber für den Sommer gibt es nichts Schöneres. Außer dieses Teil natürlich. Schaut, wie ich es anhab. Es ist der Wahnsinn. Ich habe euch lieb. Kauft euch das. Warum habe ich euch lieb deswegen? Ja, weil ich euch immer lieb habe. Ha, kommen wir zu dem nächsten Teil von der lieben Dagmara. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu meinem Kleinkram. Da habe ich mir erstmal so ein... Sieht aus wie eine Perücke. Nein, wie heißt ich weiß, was es ist. Duschschwamm? Duschschwamm, so womit man sich so wäscht. Wo der Schaum drin ist und dann... Ja, aber wie nennt sich das? Duschpimmel. Duschball. Schauerpuff. Puff. Schauerpuff, okay. Das ist ein Schauerpuff. Und hat 1,50 € gekostet. 1 €. Also kauft euch auch alle einen Schauerpuff. Dann habe ich mir eine Uhr gekauft, aber ich werde die sowieso niemals tragen. Ich weiß nicht, aber okay, 5 Euro. Aber die ist so, sieht die schön aus, aber ich würde sie mir nicht vom Primer kaufen. Ja, keine Ahnung. Also ich finde sie eigentlich so an sich ganz cool. Kann man als Accessoire mal tragen? Manchmal ja. 5 Euro hat sie gekostet. Dann habe ich mir Pinzetten geholt. Einmal für Wimpern aufkleben und einmal ganz normal für zum Beispiel Zupfen oder sowas. Richtig. Hat auch 1,50 € gekostet und hat Schmetterlinge drauf. Und ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich dich sehe. Da, ja, natürlich, damit der Arsch. Ist das für den Arsch oder Nein, ist das das Gesicht? Das ist das Gesicht. Sensitive Skin, das kannst du nicht zum Kacken. Oh. Das sind zweimal so Feuchtigkeitstücher und die kosten auch 1,50 € zusammen. Und ich weiß nicht, wie die sind. Vielleicht sind die ja gut. Dann habe ich Glück gehabt und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann habe ich mir Wimpern geholt. Ich habe auch keine Ahnung, wie die sind. Die sahen so an sich ganz gut aus. Muss ich ausprobieren. Keine Ahnung. Hat auch... Hör auf, so scheiße zu gucken. Die haben auch 2 Euro gekostet oder so. Dann Haargummis für... Oh mein Gott, wie viele Haargummis! Die gehen ja nie wieder aus. Doch. Nein. Nein. Oder leiern die aus? Nee, ne? Nee, aber die gehen mir mal verloren. Ich glaube, das Problem kennt jeder. Ja. Also jedes Mädchen. Also ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben die 1,50 € gekostet. So, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Teil. Und zwar ist es das hier. Das ist ein Sunkissed Giant Bronzer. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte sowas noch nie. Ich fand es aber ganz cool von der Verpackung her. Was macht der denn? Der macht dich ein bisschen so frischer, brauner. Damit ich irgendwann aussehe wie so ein Champagner. Ja, das ist natürlich so ein Ding, ne? Und hat wie viel gekostet? Auch nicht viel. Ich glaube 1 Euro oder 1,50 € auch. Ich bin fertig. Ja. Ja. So Leute, das war's mit unserem Primer-Call. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Rechts von uns kommt ihr zu... Lions Primer Call. Da ich auch 5 Sachen vorstelle. Genauso wie ich. Und weiter. Und rechts von mir kommt das Video, wie ich meine Bilder bearbeite, was auch sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Genau, wie ist das nochmal? Perfect Selfie. Perfect Richtig Selfie. Gut, damit ihr mal schöne Fotos machen könnt. So bearbeite ich meine Bilder. Genau. Und ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Aufenthalt hier. Sucht euch eins von den beiden aus. Erstmal Primark, dann Selfie, weil mein Video ist neuer. ja, abonniert die liebe Dagi, weil sie es noch nicht getan hat. Ja, gut. Und wir sagen tschö. Tschö.